Wenn mein IQ herausgefordert wird. Der IQ von Leon Mascher, der ist immer ganz schwierig. Auf jeden Fall nichts mit IQ, ne? So. Auf jeden Fall ein noch exquisiterer Haufen Elend als letztes Jahr. Ich würde auch sagen, dass der Cast dieses Jahr nochmal exquisiter ist. Wenn man Leon Mascher und André Mangold hört, dann weiß man, wo man gelandet ist. Ich mag gute Fragen stellen. Liebevoller Mensch und ich bin vor allem ehrlich. Ja, beleidigen kann. Ich versuche einfach durch meine menschliche Art zu überzeugen. Er hat sich auch nicht beliebt gemacht. Immer schön trinken und nass bleiben und nicht austrocknen. Wow, servus Leute und herzlich willkommen zu Kampf der Reality Stars. Ach, einem exquisiten Format mit exquisiten Kandidatinnen und mit einer exquisiten Moderatorin auf einem exquisiten Sender, denn RTL 2 veröffentlicht demnächst Kampf der Reality Stars und wir schauen uns die Kandidatinnen und die Moderatorin an. Ja, ich bin Kathi Hummels. Die meisten kennen mich wahrscheinlich über Social Media. Ja, man kennt sie nur aus Social Media. Ist sie nicht eine Spielerfrau? Also ist sie nicht nur wegen dem Typen bekannt, der ein Eigentor geschossen hat? Na super, wenn sie so toll moderiert, wie er Tore schießt. Und ich bin die Moderatorin von Kampf der Reality Stars und wir gehen jetzt in die zweite Staffel. Ich habe mir die Show letztes Jahr auch angeschaut, aber ich glaube nicht, dass da eine Moderatorin war, oder? War sie einfach so schlecht und unbekannt oder nicht präsent, dass ich sie nicht erkannt habe? Das war eine so tolle Erfahrung letztes Jahr schon und ich würde auch sagen, dass der Cast dieses Jahr nochmal exquisiter ist. Oh, du meine Fresse. Ja, noch exquisiter. Auf jeden Fall ein noch exquisiterer Haufen Elend als letztes Jahr. Ich dachte nicht, dass es schlimmer geht, aber wenn man Leon Mascher und André Mangold hört, dann weiß man, wo man gelandet ist. Also, da wird es schon einiges an Zündstoff geben und es wird auf jeden Fall ordentlich knallen in der Sala. Yes. Und ich bin überglücklich. Überglücklich? Unsere Nerven werden nicht überglücklich sein, weil man weiß, letztes Jahr, das war einfach nur eine Show, wo alle sich beleidigt, angeschrien, haben sie sich geschlagen, die Georgina ist auch immer ausgerastet. Ich glaube nicht, dass es dieses Jahr mit dem Herrn Mangoldi anders sein wird. Auf die Sendung bereite ich mich vor, indem ich natürlich recherchiere. Ich erkundige mich über unseren Cast. Ich finde das immer ganz wichtig, auch respektvoll. Ja gut, respektvoll, das ist eine andere Geschichte bei RTL und bei den Kandidaten. Respektvoll oder respektlos. Aber natürlich muss man sich über die Kandidaten erkundigen. Wir sind ja im Prinzip keine Stars. Das sagen die Kandidaten ja meistens auch selber. Ne? Was für ein Star bist du denn, wenn du einmal beim Dschungelcamp warst oder so? Außerdem ist es auch wichtig, dass ich natürlich weiß, was in der Sala so vor sich geht. Ich glaube, sie versucht uns jetzt zu vermitteln, dass dieser Job als Moderatorin schon sehr anspruchsvoll ist. Wenn man dorthin geht, sich in ein fertiges Nest setzt und einfach nur noch in die Kamera reden muss für ein paar Minuten am Tag. Naja. Passiert, wo gibt's Zündstoff? Wo ist vielleicht der ein oder andere Konflikt? Weil ich interviewe die Kandidaten ja auch, ne? Okay, das kann manchmal anstrengend sein, wenn die Kandidaten nicht viel reden möchten. Dann muss man sie schon irgendwie ausquetschen. Das muss ich noch lernen zum Beispiel. Ich mag gute Fragen stellen. Die überlege ich mir natürlich im Vorfeld. Also das ist jetzt nicht so, man geht da eine halbe Stunde hin, rattert einen Text ab und dann geht man wieder raus. Das ist ja dasselbe auch bei YouTube. Man denkt, das Video, das ist ja in 2 Stunden fertig. Nein, das dauert einige Stunden. Und bei dem TV-Format, da gibt es halt hunderte Mitarbeiter, die alles für einen machen. Also im Prinzip muss sie dann nur noch was sagen und ist dann fertig mit der Arbeit. Sondern man ist einfach über einen Monat, jetzt waren es 7 Wochen mit Quarantäne, die ganze Zeit dabei. Und es ist wirklich so, ich stecke da mein ganzes Herz rein. Und hat im Endeffekt 7 Wochen Urlaub. Und viele Kommentare bei Instagram lauten, was qualifiziert Frau Hummels für eine Moderatorin? Die Stars sind auch keine. Die Frau ist ja nett, aber sie kann einfach nicht moderieren. Man schämt sich nicht nur für die Kandidaten, sondern auch gleich noch für die Moderatorin. Passt doch. Ich glaube, sie ist nur wegen dem Hummels bekannt. Habt ihr wirklich keine bessere Moderatorin gefunden? Wie gesagt, ich weiß nicht, wie sie moderiert. Ich habe sie nie gesehen. Dieses Jahr ist es tatsächlich so, dass die Kandidaten mehr verlieren können. Das heißt, es gibt fiesere Bestrafungen. Sollten sie Angst haben. Sollten sie Angst haben, ja, auf jeden Fall. Ich habe gelesen, dass 5 Kandidaten irgendwie behandelt werden mussten, weil irgendwas passiert ist. Das werden wir dann eh noch in der Show hoffentlich sehen. Wir haben natürlich versucht, die Looks dieses Jahr noch mal ein bisschen besonderer zu machen. Und die sind auch besonderer. Also die knallen schon echt, ne? Ich weiß nicht, was sie meint, aber ich glaube, die Kandidaten können sich ja selber schminken und anziehen, wie sie wollen, oder nicht? Also die Stunde der Wahrheit wird auch sehr, sehr schön. Und ich stehe auch auf Glitzer, das heißt, es wird glitzern, es wird funkeln. War das nicht letztes Jahr mit diesen 2 Zwillingsschwestern, den Blondinen und der Fleur Georgina-Dingsbumster? Es wird aber auch cool, es wird auch leger, es wird sehr farbig. Und das Make-up haben wir natürlich dementsprechend auch angepasst. Okay, ich glaube, sie wird mehr in der Maske sitzen, als dann im Endeffekt vor der Kamera verbringen. Wir überspringen mal, was sie da labert und schauen zum ersten Kandidaten, dem netten Herrn. Oder auch ich einfach das Gefühl habe, dass es nicht fair ablaufen könnte,
dann bin ich sicherlich jemand, der da auch mal Partei oder Wort ergreift. Ja, wir wissen ja, Herr Mangold, vor allem aus der Show Sommerhaus der Stars, ist ein sehr fairer, gleichverteilter Mensch. Er ist wirklich sehr sympathisch. Ich bin André Mangold, 34 Jahre alt und die meisten von euch werden mich wahrscheinlich vom Bachelor 2019 kennen. War er beim Bachelor dabei oder bei der Bachelorette? Naja. Ich glaube, ich bin ein selbstbewusster Typ. Ich bin ein liebevoller Mensch und ich bin vor allem ehrlich. Ja. Wie gesagt, ich habe nur den Eindruck vom Sommerhaus der Stars und fragt mich lieber nicht, wie ich den Herrn finde. Schaut sehr gerne in die Folgen oben rein, ich verlinke es euch mal. Aber ich glaube nicht, dass er sich bei Deutschland und österreichischen Leuten beliebt gemacht hat. Größter Wunsch ist es einfach, nette Menschen kennenzulernen, eine tolle Zeit zu verbringen, viel Spaß zu haben. Viel Spaß zu haben mit netten Menschen, die er dann einfach zerstören kann, beleidigen kann. Ja, ich meine, wenn es ihm Spaß macht, soll er das gerne machen, du. Und darüber hinaus vielleicht auch einfach Kontakte oder Menschen kennenzulernen, mit denen ich auch nach der Show noch Kontakt haben werde. Vielleicht Freundschaften, die sich aufbauen. Ich glaube auch beim Sommerhaus der Stars hat er sich eher mit denen, die negativ aufgefallen sind, verknüpft. Und ja, negative und negative Leute, natürlich können die auch Freundschaften erzwingen. Es heißt ja Kampf der Reality Stars, da steht auch ein Preisgeld mit aus. Aber für mich ist es nicht primär wichtig, das Ding zu gewinnen, sondern einfach eine gute Zeit mit den Leuten zu haben. Und natürlich ist das Preisgeld am Ende der Show auch ganz schön, vor allem wenn man, ich weiß nicht, als was erarbeitet, aber so ein paar 1.000 Euro sind auf jeden Fall ein schöner Bonus für einen Urlaub oder so. Angst direkt würde ich jetzt nicht sagen, aber es ist natürlich in so einem Format, du wirst 24/7 aufgenommen, du bist immer und ständig unter Beobachtung. Oh yes, ich bin mir sicher, dass es auch wieder viel Zoff geben wird, wir schauen später noch andere Kandidaten an, aber irgendwie eskaliert das halt immer, weil halt so viele Kandidaten, so viele leicht reizbare Kandidaten, nenne ich es mal, auf einem Haufen sitzen und sich dann einfach die Nerven ausschlagen. Ist klar, dass es dann irgendwann knallt. Im Schlaf mehrmals gestört werde, wenn ich nicht genug Schlaf bekomme. Ich glaube, das ist eine Stresssituation, mit der ich schwer umzugehen weiß. Natürlich, man braucht ja seinen Schönheitsschlaf, um dann auf Instagram schön auszusehen und weiterhin die Follower zu versorgen mit schönen Fotos. Aber ansonsten bin ich eigentlich jemand, der relativ viel abkann, würde ich sagen. Ich versuche einfach durch meine menschliche Art zu überzeugen, sympathisch zu sein, mir da vielleicht auch gewisse Freundschaften aufzubauen. Okay. Drei Dinge, die ich persönlich halt einfach nicht bestätigen kann, weil ich eben das Sommerhaus gesehen habe. Und für mich ist der Herr einfach unten durch. Es war einfach nicht in Ordnung, was er dort gemacht hat. Seine Aktionen, seine Taten, seine Worte. Es war einfach nur krank, was dort passiert ist allgemein. Aber ja, er hat sich auch nicht beliebt gemacht und seine Freundin, die Jessica oder wie die heißt, es war alles sehr anstrengend mit dem Herrn. Ich glaube, warum ich eine große Aufmerksamkeit generiert habe durch den Bachelor, ich glaube, ich bin anstrengend gewesen. Also war er wahrscheinlich Bachelor, ich habe ihn nicht geschaut, ich habe keine Ahnung, was er dort gemacht hat. Wenn er sich so verhalten hat wie im Sommerhaus, verstehe ich, dass er dort keine abgeschleppt hat. Es haben Millionen Menschen dabei zugeschaut, wie ich mich in meine Ex-Freundin verliebt habe, das war eine total ehrliche und echte und authentische Nummer. Ja, ehrlich und authentisch, da kann man den Kandidaten nie wirklich glauben. Ich glaube, Menschen, die mich nicht kennen, die Vorurteile, die ich dann bekomme, ist, dass ich arrogant bin, dass ich vielleicht auch mal unnahbar wirke. Ich kenne ihn nicht, natürlich nicht, möchte ich auch nicht kennenlernen tatsächlich. Aber ja, wie gesagt, ich habe einfach nur das Bild aus deiner Show und vielleicht ändert sich das Bild her. Ich habe keine Ahnung, ich gehe ganz neutral in die Sache rein, aber vielleicht wird der Herr einfach sympathisch werden, wer weiß. Ich sag immer, entweder liebt man mich oder man hasst mich. So ein Mittelding gibt es bei mir, glaube ich, nicht. Die nächste Kandidatin ist eine Dame, eine Frau. Mein Name ist Gina Lisa Lofink. Ich bin 34 Jahre jung. Sie klingt sehr heiser jetzt. Vielleicht kommt das, ist sie nicht so eine Schlager-Partysängerin, kann das sein? Ich habe keine Ahnung, ich kenne die Leute nicht. Ich bin auch stolz darauf, dass ich sie nicht kenne. Ja, die Zuschauer kennen mich. Ich frage mich mal eher, von wo kennen die mich nicht? Man kennt sie vielleicht vom Schönheitschirurgen, also man sieht auf jeden Fall, sie hat einiges an sich machen lassen. Und wer mich nur nicht kennt, lernt mich jetzt kennen. Spätestens jetzt bei Kampf der Reality Stars. Gut, wir wissen eben, alle Kandidaten hier sind nicht wirklich Stars, sondern einfach nur RTL-Kandidaten, RTL-Stars. Ich sag immer, entweder liebt man mich oder man hasst mich. So ein Mittelding gibt's bei mir, glaube ich, nicht. Wenn sie das schon sagt, ich glaube, dann wird sie ordentlich Stress machen. Entweder man mag den Stress oder man hasst sie wegen dem Stress. Um den Leuten nochmal da draußen zu zeigen, wer ich auch wirklich bin. Und auch für die Letzten, die mich falsch einschätzen oder ein falsches Bild von mir haben. Ich habe kein Bild von ihr. Bei ihr werde ich sowieso komplett neutral reingehen. Ich sehe sie jetzt zum ersten Mal. Ich höre den Namen zum ersten Mal. Deswegen, ich freue mich auf jeden Fall auf die Show mit ihr. Das Plastik ist fantastisch. Okay, wir haben hier gerade ein schönes Standbild. Ich glaube, das werde ich ein bisschen blurren.
Also denke nicht gedacht zu haben, denn das Denken von Gedanken ist gedankenloses Denken. Nicht so viel denken, einfach auf sich zukommen lassen. Was hat sie gesagt? Egal, auf jeden Fall, sie denkt nicht, sie will nicht denken, sie kann nicht denken. Ich habe keine Ahnung. Ich denke, wir schauen jetzt zum nächsten Kandidaten, dem netten Herr Leon Machete. Weil das reicht schon, wenn so ein kleiner Aal oder irgendwas so an deinem Fuß streift von unten, ne? Und dann vorbei. Und dann vorbei. Woher kommt der Assi Trash Deutschland, YouTube Deutschland, Millionen Abonnenten? Ja, auch sehr, sehr polarisierend, der Herr. Was geht ab? Mein Name ist Leo Mascher. Ich bin der bekannteste Teppichverkäufer in ganz Europa. Ja. ich kenne zwei Videos mit diesem Locke-Typen von ihm, wo er dann irgendeinen Scheiß labert im Video über Hamburger und sich die Haare rasiert. Ich schaue ihn nicht oft an. Was willst du noch wissen? Ich mache YouTube-Videos, schon seit 9 Jahren bin ich da aktiv und... Ist er immer noch aktiv oder ist er jetzt so ein Typ, der irgendwie 9 Monate nichts hochlädt, dann wieder Geld braucht und dann wieder mal was hochlädt? Parallel auch viel Musik und das ist halt das, was ich die ganze Zeit mache. Ein Lied habe ich noch nie von ihm gehört, aber ich bin ganz ehrlich, ich möchte es mir auch nicht anhören. Action. Action. Kommt drauf an, wer dabei ist, ne? Aber Action und vielleicht mal auch Entspannung. Also, er will Action, Action, Action und Entspannung. Und vielleicht kann er sich ja auch nebenbei eine Freundin organisieren. Also, ich muss ehrlich sagen, auf die Kandidaten, da bin ich echt gespannt, ne, was da so geht, wer da alles dabei ist. Ne? Die ganzen Promis. Die ganzen Promis, die man nicht kennt. Und er ist auch kein Promi, sonst hätte er ja gesagt, dass er selber auch ein Promi wäre. Ich bezeichne ihn nämlich nicht als Promi, aber die ganzen Promis, ne? Komisch, dass er es dann überhaupt reingeschafft hat, wenn er sich selber nicht mal als Promi sieht. Die ganzen Challenges. Was da so auf mich zukommt. Wenn mein IQ herausgefordert wird, dann ist es immer was ganz Besonderes. ich bin gespannt, was er jetzt noch sagt. Das ist immer ganz schwierig dann. Der IQ von Leon Mascher, der ist immer ganz schwierig. Ja, ja. Ich kenne ihn nicht. Ich habe nicht viel von ihm geschaut, aber in den Videos, die ich geschaut habe, ja, ich meine... Auf jeden Fall nichts mit IQ, ne? Also, das ist, da bin ich raus, also... YouTube Deutschland, IQ, bitte nicht, bitte nicht. Ja, okay, so, okay, sagen wir mal so, wo ich anecken könnte, wäre, wenn so unfaires Verhalten von irgendjemand zustande kommt. Oh, also Leon Mascher wird sicher mit dem Mangold aneinandertreffen, weil der Mangold ist, soweit ich eben weiß, aus dem anderen Format nicht wirklich fair. Da würde ich schon dazwischen grätschen, wenn irgendwas unfair wird oder irgendjemand da so auf... schlecht behandelt wird, zu doll, weißt du, so. Cool, Leon Mascher ist für Gerechtigkeit, ich weiß nicht, wie gerecht der Typ ist. Ja, aber es wird mit ihm sicher auch einige Fetzereien geben, das kann ich mir gut vorstellen. Viele machen sich bestimmt Kopf so, scheiße, wie versuchen mathematisch zu berechnen, aber Mathe bei mir ist schon mal ganz schwierig, deswegen kann ich gar nichts berechnen. Okay, wir merken auf jeden Fall, der Herr Machete, will nicht rechnen, will nicht denken, er möchte einfach nur Challenges haben, wo er was machen muss, aber nicht, wo er denken muss. Schauen wir uns jetzt noch die andere Kandidatin, eine andere Kandidatin an, die Frau Ober. Das Reality-TV ist für mich erfunden. Okay, lassen wir sie uns mal vorstellen. Ich bin Claudia Elisabeth Obert, ich bin 59 Jahre alt, verkaufe seit 30 Jahren Schuhe und Klamotten. Okay, also ist sie jetzt ein Star, weil sie seit 30 Jahren Schuhe und Klamotten verkauft? Und ist es nicht die Frau, die diese Show gehabt hat, diese Dating-Show? Hat sie dann also Gleichaltrige gedatet, Obert, war es die? Claudia Obert Luxus Clever heißt meine Firma. Schön Werbung machen. Und es gäbe noch viel über mich zu erzählen, aber dann sitzen wir 2 Wochen hier. Sie scheint nicht sehr aktiv zu sein. Sie ist ein bisschen, als wäre sie gelähmt. Die Zuschauer kennen mich aus diversen Talkshow-Formaten, aus Promi Big Brother, aus das perfekte Promi-Dinner. Also überall, wo der Name Promi drinnen ist oder Reality Star oder sowas, da ist die Frau Obert dabei. Promi Shopping Queen und wie der ganze Quatsch alles heißt und Promis unter Palmen. Promis unter Promis unter Promis, ja. Das ist wie so ein Müllhaufen, ne? Alles aufeinander. Promis hier und Promis da. Ich würde sagen, ich bin kein Promi, ich bin ein Profi. Man sieht's, nicht nur ich sage, dass die Kandidaten keine Promis sind, auch die Kandidaten selber sind der Meinung. Ja, also ich möchte nicht wichtig sein und ich bin auch nicht wichtig. Eine sehr, bodenständige Frau. Ich rede auch ungeniert über Dinge und werde bei nichts mehr rot. Das könnte auf jeden Fall auch zu Streit führen, wenn sie alles sagt, was sie denkt, bevor sie vielleicht, ja, überlegt, was sie genau ausspricht. Da gibt's natürlich auch im Zweifel auch schon mal Ablehnung, ja. Und genau, wofür mich die einen lieben. Hat sie gerade irgendwie sehr viele Glücksgefühle verspürt, als sie diesen Billigsekt von der Tanke getrunken hat, den RTL da immer verschenkt? So frech bin, dass ich so direkt bin,
dass ich Dinge sage, die sonst keiner sagt. Genau deshalb. Okay, ich glaube auf jeden Fall, dass es Stress geben wird. Die Show kommt am Anfang oder Mitte Juli, 14. Juli oder 8. Juli, irgendwie so kommt sie online. Dann gibt es natürlich das ganze, die ganze Staffel bei mir auf dem Kanal. Ich freue mich auf die Kandidaten, ich freue mich auf die Show. Ich glaube, es wird wieder mal ein krankes Format. Und ja, wenn ihr es nicht verpassen wollt, wenn ihr für die erste Folge benachrichtigt werden wollt, abonniert sehr gerne hier oben meinen Kanal. Hier oben und hier unten verlinke ich euch Ex on the Beach und Princess Charming, die zwei Formate, die ich jetzt gerade kommentiere. Und ja, lasst uns gerne einen Kommentar zu diesen Kandidatinnen und zur Show und einen Daumen hoch da, wenn es euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall dort. Bis dahin, alles Liebe. Ciao, ciao. Ach, ich muss direkt mal zum Arzt Nerven bestellen.